Schön hier. Positive Energie. Der Chelomei-Komplex wurde dafür gebaut, eine möglichst angenehme Arbeitsatmosphäre zu schaffen. Kommen wir rechtzeitig zur Rede? Oh, wir haben jede Menge Zeit. Danach können wir sogar noch Karussell fahren. Wawilow schwingt auf der Icarus-Plattform. Diese 1950 erbaute Stadt in den Wolken ist ein Wunder moderner Wissenschaft und Technologie. Hier leben führende Wissenschaftler aus allen anderen Sowjetrepubliken, einschließlich der deutschen SSR. Man muss schon außerordentlich brillant und engagiert sein, um hier zu arbeiten. Darf ich dir eine Limonade anbieten, Genosse? Ja, danke. Ein Roboter steckt in einem Baum fest. Mal wieder. Am Navigationssystem der Roboter wird immer noch gearbeitet. Ja, sieht ganz so aus. Was für ein schöner Tag. Was ist mit deinen Wova-Robotern los? Die drehen ja durch. Was hast du mit ihnen gemacht? Den ganzen Tag geht das so. Vollkommen im Eimer. Diese Häuser müssen gestrichen werden. Aber sieh nur, was sie getan haben. Gib mir deinen Steuercode. Ich richte das. Halt still, Schweinchen. Vielen Dank. Der Code ist 0451. Okay, dann. An die Arbeit, ihr Penner. Macht schon! Macht schon! Mensch, du hast's geschafft! Tausend Dank! Viel Spaß bei der Feier! Guten Morgen, mein Junge. Wie geht es dir? Gut geschlafen? Guten Morgen, Dr. Sechenov. Alles ist gut. Erwarte Befehle. Wie gefällt dir der neue Handschuh? Besser als der alte. Ich gewöhne mich dran. Wie erwartet. Ich habe das Gerät selbst entwickelt. Sei vorsichtig damit. Es ist wichtiger, als du vielleicht glaubst. Ja, Dr. Sechenov. Ich pass drauf auf. Melde dich beim Labor, um deine Handschuhintegration abzuschließen. Ich habe heute viel zu tun, deshalb wird Michael Stockhausen dich informieren. Ich melde mich später. Verstanden. Na, guck mal einer an, wo wir hier gelandet sind, liebe Freunde. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Spiel hier auf dem Kanal. Du wurdest zum Labor abkommandiert, Genosse Major. An der Luftstraße wartet eine Turbine auf dich. Sind die Befehle klar? Kristallklar. Hau endlich ab. Schön zu hören, dass du keine Fragen hast. Ausnahmsweise. Du Vollpfosten. Wir spielen nämlich Atomic Heart. Ein Spiel, das ich schon ziemlich lange auf meiner Liste ab und jetzt endlich genügend Zeit dafür gefunden habe, dieses Spiel gemeinsam mit euch hier zu spielen. Ausruhen können wir uns, wenn wir tot sind. Das ist unsere derzeitige Mission und wir müssen zum Park. Und wir sind hier, man glaubt's kaum, im Jahre 1955 unterwegs. Also wir sind weit, weit, weit in die Vergangenheit gereist, aber in eine alternative Vergangenheit. Denn die Sowjetunion ist hier die stärkste Kraft auf dem Planeten. Die Sowjetunion hat's geschafft, zur Weltmacht aufzusteigen und zwar zur einzigen Weltmacht. Und das Ganze mit Robotik. Es gibt hier nämlich einige führende Wissenschaftler, die wohl alle hier in der Umgebung arbeiten. Und die Robotik ist hier auf einem ganz, ganz, ganz anderen Niveau, als sie es eigentlich heutzutage ist, im Jahr 2024. Wir sind also in einer alternativen Sowjetunion, wo schon früh mit der Robotik und Energie experimentiert wurde. Und wo die hier wahrscheinlich schon fortschrittlicher sind, als wir in unserer Welt.
Dennoch sind wir hier im Jahre 1955. Ist für den Anfang vielleicht ein bisschen schwierig zu verstehen, aber ich denke mal, da kommt man doch ganz gut rein. Und ich würde mal sagen, wir gucken uns mal ein bisschen um, denn es wird nicht lange dauern, bis hier alles den Bach runtergeht, denn die Roboter wollen nicht so. Und man hat es da vorne gerade gesehen, das sind vielleicht schon die ersten Anzeichen, denn die Roboter fangen an, sich zu streiten. Und ich denke mal, es kann hier nur schlimmer werden. Wir sind übrigens auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad unterwegs, Armageddon heißt das hier, und ich denke mal, dass das ein ziemlich intensives Spiel wird, vor allem die Kämpfe, die auf uns warten werden. Wir müssen gut haushalten mit den Ressourcen. Wir sind auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad mal wieder unterwegs, aber ich freue mich drauf. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und ich bin mal gespannt, was uns hier erwarten wird in Atomic Heart, einem nagelneuen Let's Play hier auf dem Kanal. Boah, jetzt aber schnell unterwegs. Icarus Plattformbewohner und Gäste der Anlage. Die Ansprache des Generaldirektors von Anlage 3826, Dr. Sechenov, beginnt in Kürze. Sammelt euch auf dem Stadtplatz, um seine Rede zu hören. Na, guck mal, ich vermute mal, das wird unser Ziel sein. Erreiche den Park und genau um diese Anlage 3826 dreht sich sie im Spiel. Denn dort werden die Dinge passieren, die uns hier in dieser und den nächsten Folgen wohl über den Weg laufen werden. Wir gucken mal ganz kurz zu diesem Jongleur nach da hinten. Hey, dieser Roboter ist gar nicht so übel. Gute Koordination. Hast du etwa einen Roboter gelobt? Erstaunlich. Und man sieht natürlich, die Welt sieht ganz, ganz, ganz anders aus als die Welt, wie wir sie sich vorgestellt hätten in einem alternativen Universum Jahre 1955. Es gibt mittlerweile fliegende Städte, da oben sind Roboter, die komplett alleine durch die Lüfte schweben. Der Roboter hier, der jonglieren kann. Die Fahrzeuge da drüben fahren wahrscheinlich auch schon automatisch, kann ich mir gut vorstellen. Aber da kennt man auch ganz gut, in welchem Zeitalter wir uns gerade befinden. Denn das hier sieht zum Beispiel nicht so aus wie ein Fahrzeug, das wir heute kennen, sondern eher wie ein ganz normales Fahrzeug aus den Anfangszeiten, das aber vermutlich schon mehr Technologie hat als die heutigen Fahrzeuge. So in etwa kann man sich das Spiel hier vorstellen. Wir sind zwar weit in die Vergangenheit gereist, aber irgendwie auch in die Zukunft. Hallo? Kann man mit euch reden? Ich glaube nicht, die gucken nur. Ich finde es ein bisschen doof, dass der so schnell hier läuft. Matrose oder Astronom? Mit einem Gedankegerät klappt die Ausbildung für jeden Beruf im Nu. Man kann tatsächlich mit denen reden. Ich finde es ein bisschen schade, dass der so schnell läuft. Ich hätte hier gerne einen G-Modus. So, was ist das hier? Kann man das übersetzen? Nee. Oder doch? Doch. Ein Festkonzert am 15. Juni. Cool. Herz des Roboters. Ein friedliches Atom. Polymerisation ist ein großer Schritt auf dem Weg der Wissenschaft. Ja, und genau um diese Polymerisation geht es hier im Spiel. Denn in den 1930er Jahren hat dieser Herr Dr. Sechenov, den wir hier schon jetzt einige Male erwähnt bekommen haben, mit der Entwicklung begonnen an programmierbaren Flüssigkeitsmodulen, die jetzt Polymer genannt werden. Und genau dieses Polymer hat die Sowjetunion, so weit voranschreiten lassen. Und zwar technologisch und auch in der Energie und Robotik. Wir sind also hier in der Vergangenheit, aber auch in der Zukunft. Genosse, Entfernung ist ab jetzt egal. Unsere Geräte sind phänomenal. Guck mal einer an. So, ein Straßenkehrer haben wir hier. Das sind übrigens dieselben Roboter, die wir gerade auf der anderen Seite gesehen haben. Und auch die Bütchen hier sehen richtig cool aus. Man sieht, es gibt sogar noch Standard-Ruderbütchen, wo man selbst Hand anlegen muss. Oder eben die hier, mit denen wir auch gerade durch die Gegend geschippert sind. Cool, cool, cool. Tretet näher. Mit einem Gedankegerät werdet ihr Teil von Kollektivgenossen. Guten Tag, Genosse. Tritt näher. Möchtest du vielleicht ein Gedankegerät? Wird Zeit, dass du eins hast. Nein, danke. Ich sehe mich nur um. Warum sich nur umsehen, wenn du dein eigenes personalisiertes Gerät sofort bekommen kannst? Ich helfe dir bei der Wahl des richtigen Geräts. Sogar passend zur Augenfarbe. Hey, wie wär's mit einem Modell in Pflaumenlila? Du bist doch polymerisiert, oder? Selbstverständlich. Aber sollten diese Geräte nicht erst ab Montag verkauft werden? Korrekt, Genosse. Aber deiner Uniform nachzuschließen, bist du schon jetzt berechtigt, deinen Gedanken-Neuroconnector zu aktivieren. Derzeit funktioniert das Gerät nur als persönliches Telefon und Lichtquelle.
Doch so können sich Benutzer bereits daran gewöhnen, es auf dem Kopf zu tragen. Und es ist kostenlos? Aber natürlich. Darf ich dich verbinden? Na, ich würde sagen, dann fang mal an. Na dann. Das ist komisch. Ich kann nicht auf deine biometrischen Daten zugreifen. Vielleicht ist das irgendein Defekt? Tut mir wirklich leid. Ach, mach dir nichts draus. Ich hab's ohnehin nicht so mit Schmuck. Bis dann. Ich bitte um Entschuldigung. Schönen Tag noch. Naja, schönen Tag noch. Na, gucken wir mal. Versuch's, Sancho. Ich hab das Gefühl, dass du nützlicher als dieses komische Ding auf meiner Stirn sein wirst. Du sollst dir was ganz Besonderes sein. Das wirst du doch früh genug sehen. Aber meine korrekte Anrede lautet Charles. Das charakteristische Lern- und Erfassungssystem. Na, guck mal einer an. Also so ein Ding können wir uns auf jeden Fall derzeit noch nicht auf den Kopf klatschen. Vielleicht, weil noch nicht Montag ist und das eigentlich noch nicht verkauft werden soll. Und ich habe gerade ein bisschen aus dem Hintergrund gehört. Jemand sagt hier, ich kann mir leider wegen meinem Sozialkreditsystem so ein Gedankegerät in meiner Lieblingsfarbe nicht leisten. Das heißt, wir haben auch die Gesellschaft ganz anders aufgebaut, als wie wir das hier kennen, nämlich mit einem Social Credit System. Das heißt, je nachdem, wie sich die Bevölkerung, wie sich jeder Einzelne hier verhält, kann dann eben auch je nachdem mehr oder weniger Freiheit genossen werden. Die, die sich gut verhalten, die viele Punkte wahrscheinlich haben oder eine hohe Wertung, die werden viel mehr können als diejenigen mit einer etwas niedrigeren oder schlechten Wertung. Die können sich zum Beispiel ein Gedankegerät in einer speziellen Farbe kaufen. Andere bekommen vielleicht nur das, was übrig geblieben ist. Bei uns funktioniert das Ding gar nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir uns schon irgendein Gerät selbst implantiert haben, denn irgendein Charles quatscht ja hier permanent mit uns. Kann man doch mal mit dem reden? Guten Tag, Genosse. Tritt näher. Möchtest du vielleicht ein Gedankegerät? Wird Zeit, dass du eins hast. Ich habe es schon mal probiert. Funktioniert bei mir nicht. Warum nicht einfach ausprobieren? Na, hab ich ja schon. Hoppla. Danke, aber ich muss los. Danke für Gedanke, aber meine Gedanken behalte ich lieber erstmal für mich selbst. So, mit denen da hinten können wir wohl auch nicht sprechen. Fortschritts ist atemberaubend. Mit Kollektiv wird uns keinerlei Grenzen mehr gesetzt. Ich gehe jede Wette ein, dass wir bald auf dem Mond sind. Na, wer weiß. Ein Technologiesprung hier auf jeden Fall. Ein kleines Gerät für den Konsumenten. Ein großer Sprung für die Menschheit. V-Love ist eine Bastion der Wissenschaft. Und man sieht schon, wir sind hier auf jeden Fall in der Sowjetunion angekommen. Ich weiß nicht genau, wer die hier sind. Haben ein bisschen eine Astronautenkleidung an. Kann aber sein, dass das irgendwelche Techniker sind. Aber man sieht schon genau, wo das hier hinführt, wenn man die Flagge auf der Seite sieht. Wie gesagt, Freunde, ich finde es ein bisschen schade, dass man hier nicht ein bisschen langsamer durch die Gegend spazieren kann, sondern immer nur laufen kann, so wie hier gerade. Aber dann gehen wir halt mal langsam, Stück für Stück hier einen Ort nach dem anderen ab. Da drüben wird wohl gerade ein Auto repariert. Was macht der denn? Ah. Der repariert das Teil da drüben gerade. Guck mal einer an. Der Roboter hält das Auto auf einem Arm. Na gut, dem tut es wahrscheinlich nicht weh. Das Auto wird doch einiges wiegen. Aber für den Roboter überhaupt kein Problem. Und der repariert da unten gerade was. Na guck mal einer an. Man merkt, einiges los hier in der Stadt. Die Bevölkerung ist auf den Straßen. Es stehen Feierlichkeiten an. Ordentlich was los hier. Auf jeden Fall. So, können wir mit denen auch reden? Gut, der Fernseher sieht noch ein bisschen billig aus, aber ich vermute mal, auch der wird sich im Laufe der Zeit noch verändern. Wie gesagt, wir sind hier technologisch zwar noch in den Anfängen, aber dennoch auch irgendwie in der Zukunft. Die haben zwar diesen Fernseher hier, aber ich vermute mal, der sieht einfach nur alt aus, hat aber viel mehr drauf, als wie der Fernseher zu den echten damaligen Zeiten. Vielleicht kann der sogar schon ins Internet, das natürlich damals noch gar nicht erfunden war. Infokiosk 55 ist ein offizieller Anbieter der Sowjetlotterie. Kauf ein Los und gewinne eine Wohnung in Vavilov.
Also ich muss sagen, die Stimme passt überhaupt nicht zu der Figur, aber okay. Kaufe den Anlagekurier, Genosse. Überall enorme Fortschritte. Biologie, Robotik, Waffenforschung. Gerade rechtzeitig für die universelle Polymerisation. Der Fortschritt lässt sich wohl nicht aufhalten. Ganz genau. Erfüllt dich das nicht mit Stolz? Und ich glaube, wir haben gerade hier mit jemand anderem geredet, als wir die Stimme gerade gehört haben. Das waren dann wohl doch zwei verschiedene Roboter, vermutlich. Also, erfüllt mich das mit Stolz? Was soll man denn jetzt sagen? Was geht denn gerade so ab in der Biologie? Ich würde mal sagen, ja, fragen wir mal ein bisschen durch. Was gibt's denn Neues, was die Biologie betrifft? Also, was geht denn gerade so ab bei der Biologie? Alles, Genosse. Nur um ein Beispiel zu nennen. Unsere Wissenschaftler haben einen experimentellen Vitaminkomplex entwickelt, der die Lebenserwartung der Sowjetbürger auf 100 bis 150 Jahre steigern könnte. Puh, das ist eine verdammt lange Zeit. Na, guck mal einer an, was da nicht alles möglich ist im Jahre 1955. Zumindest in diesem alternativen Universum. Was kannst du mir Neues sagen, zwecks Robotik? Was gibt es Neues bei der Robotik? So wie es aussieht, werden sich Roboter in 5 Jahren nicht mehr von Menschen unterscheiden lassen. Veraltete menschenähnliche Modelle wie ich werden dann mit Polymer general überholt, um alle Feinheiten der Gesichtsmimik zu beherrschen. Eines Tages wirst du eine Zeitung kaufen und nicht mal merken, dass du mit einem Roboter redest. Ja, und ich glaube, ich würde hier lieber von vornherein wissen, wer ein Mensch und wer ein Roboter ist. Ich glaube, hier sind wir gar nicht mal so weit weg von unserem jetzigen Zeitpunkt auf der Erde gerade, denn bei uns wird ja auch fast wöchentlich von neuen Durchbrüchen gesprochen, was KI und Robotik betrifft. Und ich glaube, da sind wir gar nicht so unterschiedlich in unserer Welt wie in dieser Welt, denn möglicherweise in 5 bis 10 Jahren kann man möglicherweise die Roboter tatsächlich nur noch schwer vom Menschen entscheiden. Und wenn man eine Zeitung kauft, spricht man vielleicht einfach mit einem Roboter anstatt heute mit einem Zeitungshändler. Was gibt's Neues hier bei Nummer 3? Was geht denn bei der Waffenforschung gerade ab? Also ich habe da nur so ein berufliches Interesse natürlich. Was kannst du mir über die Waffenforschung sagen? Ich habe da ein berufliches Interesse. Es gibt eine kurze Meldung über neue Waffensysteme. Genosse Kalaschnikow beschäftigt sich mit den Gaußschen Magnetismusarbeiten, um moderne elektromagnetische Waffen zu verbessern. Er rechnet damit, ihre Wirkungskraft auf das 3- bis 5-fache zu steigern. Die würde ich gerne mal selbst ausprobieren. Ich meine natürlich an einem Schießstand. Und anstatt, dass man hier mit einer Kalaschnikow in den Krieg zieht, hat man hier wohl elektromagnetische Waffen. So sieht's aus in diesem Paralleluniversum hier. Alles klar. Danke für die Zeit, danke für die Information, aber wir müssen jetzt leider weiter. Tereshkova, wir sehen uns vielleicht später wieder, vielleicht in 5 Jahren, wenn du dann General überholt bist. Also, ich werde deine Zeit nicht länger beanspruchen. Mach's gut. Nachdem wir ja sowieso Zeitung? Bald... Was zur Hölle soll ich denn damit? Dir ist vielleicht entgangen, dass Zeitungen eine Informationsquelle sind. Ich habe einen sprechenden Handschuh. Kannst du mich nicht informieren? Darf ich dich daran erinnern, dass ich Informationen über unsere Umgebung auf deiner Netzhaut anzeigen kann? Schlauer wirst du dadurch nicht. Aber du kannst sie einfacher lesen. Benutz das Menü deines Handschuhs. Mieser Penner. Und nachdem wir ja so bald bis zu 150 Jahre alt werden können, werden wir ja noch hoffentlich ein paar Zeitpunkte haben, um hier nochmal mit der Zeitungslady zu sprechen. Gucken wir mal, wie sieht's hier drüben aus? Okay, ein Skeptiker. Wie hat Sechenov das nur gemacht? Das schwarze Loch-Paradox. Ja, wir können auch ranzoomen, sehe ich gerade. Cool. Also da drüben ist wirklich einiges los, Freunde. Guckt dir das mal an. Perfekt für die Feierlichkeiten. Nichts geht über den Sommer. Und ich glaube, das, was wir da drüben sehen, ist so eine Art Solaranlage. Aber wer schreit denn hier so? Ist das der Roboter da drüben? Ich weiß es gar nicht. So, was haben wir hier? Eh dasselbe von vorher. Der 3-Millionen-Fall. Und hier hinten die Polymeraufklärung. Ist ein offizieller Anbieter der Sowjetlotterie. Kauf ein Los und gewinne eine Wohnung in Wawilow. Ja, das ist tatsächlich die Zeitungslady hier. Oder irgendeine andere Stimme, die da oben gerade durchspricht. Aber die Zeitungslady hat sich ja doch ein bisschen anders angehört gerade. Komisch. Schon in ein paar
paar Tagen wird das neue Kollektiv online gehen. Stellt euch das vor, dass er das geschafft hat. Teil von Kollektiv genossen. Welche Farbe wähle ich nur? Vielleicht roter Stein? Ist das derselbe Typ wie da hinten? Nee, das muss ein anderer sein, aber dieses Gedankengerät... Holt euch euren Gedanken, sonst wird euer Leben ziemlich abstanken. Oh je, an dem Reim muss ich noch arbeiten. Also dieses Gedankegerät wird ja anscheinend jeden Meter verkauft. Dort hinten steht einer, hier steht einer. Da ist eine Werbung übrigens, denn am 13. Juli soll es losgehen. Gratis verfügbar für alle. Erhältlich in Polymerisationszentren ihres Landes. Aber natürlich eben nur für die, bei denen auch der Social Credit Score stimmt. Denn manche haben wahrscheinlich keinen Zugriff auf dieses Gedankegerät. So, quatsch schon mit dem nochmal. Mal gucken, ob der was anderes sagt. Guten Tag, Genosse. Tritt näher. Möchtest du vielleicht ein Gedankegerät? Wird Zeit, dass du eins hast. Ich habe es schon mal probiert. Funktioniert bei mir nicht. Warum nicht einfach ausprobieren? Nee, der sagt genau dasselbe. Alles klar. Danke, aber ich muss los. Danke fürs Gedanke, aber das ist nichts für mich. So, da drüben sitzt ein weiterer von denen. Was, sind das Techniker oder warum haben die alle die gleiche Uniform an? Verstehe ich nicht so ganz. So, der träumt gerade vor sich hin, alles klar. Die zwei Ladies von hier. Es ist unhöflich, die Gespräche von anderen Leuten zu belauschen, Genosse Major. Du musst gerade reden. Ja, es macht ja nichts. Wir können ja uns ruhig ein bisschen informieren, wo wir hier gelandet sind, auf jeden Fall. Die haben sich vorhin über das Wetter unterhalten, also nichts unbedingt Weltbewegendes gerade. Na gut, Freunde, gehen wir mal weiter, denn hier auf diesem Platz führt uns ja die erste Mission hin. Erreiche den Platz, denn ausruhen können wir uns, wenn wir tot sind. Und das wird ja so schnell nicht passieren, denn anscheinend wird das Leben gerade mal um 50 Jahre hinaus verlängert nach diesem neuen Durchbruch. So, da hinten geht's weiter. Hallo, die Dame. Passendes Kleid zur passenden Blume. Der düst auch vor sich hin. Hei, 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 guck dir das mal an. Freunde, 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 wo sind wir hier gelandet? Und um das Monument hier am Hauptplatz stehen auch Dutzende Leute rum. Viele davon in dieser grauen Uniform. Ich weiß nicht genau, was ist denn das für eine Uniform? Eine Militäruniform wird es wohl nicht sein, denn der Krieg ist ja mittlerweile schon beendet. Der Zweite Weltkrieg im Jahre 1955, auch wenn er hier natürlich ein bisschen anders ausgegangen ist. Denn wie wir gehört haben, ist Deutschland, die deutsche SSR, mittlerweile Teil der Sowjetunion. Und die Deutschen haben natürlich trotzdem den Krieg verloren, die Nazis, aber wurden dann wahrscheinlich auch von der Sowjetunion, ich sag jetzt mal, annektiert und sind jetzt Teil des großen Ganzen. Insgesamt 17 Teilrepubliken soll das Ganze hier umfassen. Also definitiv viel, viel mehr als in unserer Welt. So, da ist dasselbe von gerade nochmal. Das Festkonzert am 15. Juni. Ich hatte gestern meine Polymerbehandlung. Ich fühle mich wirklich großartig. Ich habe schon damit begonnen, Physik und Chemie zu studieren. Na, guck mal einen an. Das ist ja toll. Ich werde heute polymerisiert. Der Rest der Nation muss bis Montag warten. Aber Chelome ist schon heute dran. Wenn wer dieses Privileg verdient, dann wir. Die Mitarbeiter. Und ich kann mir gut vorstellen, all das war es wert, dass die hier in diesen grauen Outfits wahrscheinlich die sind, die das alles hier am Laufen halten. Denn wir sind ja so ein bisschen ins Hauptquartier hier reingeraten. Und schon wieder so einer, der so ein Gedankegerät verkaufen möchte. Wahnsinn. Der sieht süß aus. Ist es nicht schön? Extra für heute aufgenommen. Was für eine Leistung. Ein DJ. DJ, Klavierspieler. Yeah. Eine glänzende Darbietung. Super glänzend, die Darbietung. Yeah, 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 yeah. Das war's wohl mit dem Lied. Ich hab eine Idee. Ich bin eine Dame aus der Zukunft und ihr meine Soldaten. Meine Dame? Ja, genau so. Bitte lächeln. Was für ein sonniger Tag. Machen wir noch eins. Hat jemand eine Idee? Ja. Stell dich so zu Anatoli wie der Arbeiter und die Kolchosfrau. Und du? Ich bin der Kosmonaut, also stillhalten.
Bitte lächeln! Ist es fertig? Lass uns mal das Bild sehen. Na los, mach schon. Kannst du uns das Foto zeigen? Ich glaube, ich habe geblinzelt. Mal sehen. Boah, cool. Ich habe geblinzelt. Musstest du wirklich so eine Grimasse ziehen? Lass uns noch eins machen. Aber diesmal muss das Atom voll im Bild sein. Und das ist wohl das Atom. Wir sollten so fotografiert werden, wie wir sind. Der da oben trägt es gerade in dieser oder auf dieser Statue. Das ist das Atom. Macht euch für euer Gruppenfoto bereit, Genossen. Kommt schon, nicht schüchtern sein. Boah, cool, was da alles möglich ist technisch. Nice. So, wie sieht es da drüben aus? Ein kleines Café. Achtung, Genossen. Achtung. Mal zu. Es gibt ab sofort Karten für eine neue Aufführung im Maya Plisetskaya Theater. Herz des Roboters, ein friedliches Atom. Für alle Altersstufen und Gratiskarten für Mitarbeiter der Anlage. Das heißt wohl, wir bekommen auch eine Karte dort. Ah, und schau mal eine an. Die Roboter sind mittlerweile auch hier als Bedienpersonal angestellt. Da wird abserviert und Neues auf den Tisch gelegt, das Brot weggenommen und wieder hingelegt. Hier genauso einmal die Orange weg und der Apfel kommt auf den Tisch. Da drüben wird gerade alles in den Mist geworfen und auch schon mal das nächste Bier aus dem Kühler rausgenommen. Auch das hier mittlerweile alles in Betrieb von Robotern. Aber ich vermute mal, auch das wird nicht mehr allzu lange dauern, bis das möglicherweise auch in der Realität genau so aussehen wird. Cool, cool, cool auf jeden Fall. Natürlich wird es manche geben, die mit diesem technologischen Fortschritt so nicht zufrieden sind. In dieser Welt nicht, so wie in unserer Welt. Nichtsdestotrotz wird diesen Fortschritt so schnell wahrscheinlich nichts aufhalten. Und er kommt, egal ob das alle zufrieden stellt oder nicht. Der technologische Fortschritt wird kommen. Für manche vielleicht schneller als für andere. So, da unten ist dieser Park. Gucken wir mal ganz kurz noch auf diese Seite. Mal gucken, ob wir hier hinkommen. Aber viel zu sehen gibt's ja anscheinend nicht. Der Roboter ist eben der beste Freund des Menschen. Interessant. Ich kann mich noch erinnern, wie Sechenov schon vor dem Krieg mit der Idee ankam. Ja, schade, dass damals die Roboter-Idee eingestellt wurde. Wer weiß. Die braune Pest wäre vielleicht ganz anders verlaufen. Ich weiß. All die Leute, die sie angesteckt haben, die eigenen eingeschlossen. Der halbe Kontinent starb aus. Wäre Sechenov nicht gewesen. Ja, und weil hier gerade... die deutsche Zivilbevölkerung leid. Gut, dass wir jetzt verbündet sind. Sieh dir Stockhausen an. Ein vorbildlicher Mitarbeiter. Ja, Michael ist ein richtiger Sowjetbürger. Ich schulde ihm noch ein bayerisches Bier. Was hat das denn mit uns zu tun? Wir sollten wirklich weitergehen. Na, wir haben doch noch ein bisschen Zeit, oder? Wir können ja ruhig mal ein bisschen lauschen, was die Bevölkerung hier so spricht. Denn ich vermute mal, auch das ist ein großer Teil des Ganzen, zu überwachen, was die Bevölkerung macht. Und ich glaube, auch das ist ein guter Teil von den Aufgaben des Roboters hier. Der wird nicht nur da drüben servieren und das Bier aus dem Kühler holen. Und die werden wahrscheinlich auch nicht nur Fotos machen, sondern wahrscheinlich auch dafür abgestellt werden, ein bisschen zu überwachen, was die Bevölkerung so von sich gibt. Ob sie sich eh brav benehmen, denn mit diesem Social Credit Score kann ja einiges schief gehen. Und weil eben gerade die braune Pest bekannt wurde, was der Typ von da drüben gerade erzählt hat. Die braune Pest, ich habe mich wie immer natürlich ein bisschen informiert, war eine Pest, eine Krankheit, die von den Nazis entwickelt wurde und freigesetzt wurde, als sie den Krieg verloren haben. Nichtsdestotrotz, in diesem Universum konnten die Sowjets trotzdem Deutschland einnehmen und die deutsche SSR ist jetzt eben Teil dieser alternativen Sowjetunion. Das heißt, auch die braune Pest hat zwar viele Todesopfer gefordert, nichtsdestotrotz hat es aber den Krieg immer noch so entschieden, wie wir es hier gerade sehen. Nämlich mit einem Sieg der Sowjetunion. Und wahrscheinlich auch genau deswegen, weil sie eben diesen technologischen Fortschritt haben, wegen dem Polymer. Das hat ja schon in den 1930er Jahren angefangen, also schon vor dem Zweiten Weltkrieg. So, da drüben füttert einer die Tauben. Ich hoffe, das sind überhaupt noch echte, denn theoretisch könnten das ja auch schon Roboter sein. Was ist das hier? Was sind denn das alles für Plaketten? Ah, ich glaube, das sind Hände, die dieses Atom da drüben tragen. Kann das sein? Sieht mir irgendwie danach aus. Eine Information oder sowas? Ich kann natürlich das Kyrillische überhaupt nicht lesen. Ihr könnt mir da gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr da vielleicht ein bisschen mehr darüber wisst. Ich glaube, das soll heißen, ich komme in 15 Minuten wieder. Ein kleiner Zeitungsstand, der aber vermutlich sogar noch von den Menschen betrieben wird. Na, guck mal einer an, dass es sowas hier noch gibt. Wow.
Und wie sieht's auf der anderen Seite aus? Guten Tag. Okay, da dreht sich ein Monument einer Maschine. Und? Wie geht es dir so? In beruflicher Hinsicht. Oh, sehr gut. Das Labor läuft wie am Schnürchen und meine Arbeit kommt gut voran. Und dir? Yes. So geht. Immer noch der alte Zahlentrott. PTA 6 ist interessant. Wir könnten bei seiner Panzerung einige Verbesserungen vornehmen. PTL 6? Das kommt mir bekannt vor. Ich vermute mal, das hier sind so eher dann die Militärspezialisten. Vielleicht ist das ein Panzer oder irgendeine Rakete oder irgendein modernes Gewehr. Keine Ahnung. PTA 6, Panzerung, ja, wird auf jeden Fall in die Militärsparte gehen, hab ich so das dumpfe Gefühl. Ist das vielleicht der Herr Sechonov? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, keine Ahnung, was da steht. Ich kann kein Kyrillisch. Ihr könnt mir das gerne übersetzen und in die Kommentare schreiben. Und so wie es aussieht, haben wir auch nur von einem Bruchteil, leider Gottes, so von den Schildern tatsächlich, Landauplatz ist da drüben, eine Übersetzung, aber von den großen Plakaten leider nicht. Die Klub-Mischnaier-Straße ist hier und die Zilokowski-Straße ist in dieser Richtung. Gucken wir mal ganz kurz, aber ich glaube nicht, dass das übersetzt wird. Nee, das wird nicht übersetzt. Da bekommt man leider keine Übersetzung. Aber wenn ihr mehr wisst, schreibt es bitte gerne unten in die Kommentare. Hier wird sich gerade gesonnt und ich würde mal sagen, für uns geht es jetzt in diese Richtung, denn da vorne steht wohl eine Rede an. Zu den Feierlichkeiten. Hallo? Was gibt's denn hier? Wie kommt deine Arbeit voran? Ziemlich gut, danke. Ich glaube, mir ist es gelungen, die Rotoreneffizienz zu erhöhen. Vielleicht arbeite ich eines Tages in der Konzeptabteilung des Genossen Chelomei. Ach ja? Warum nicht gleich ins Set? Leckerschmecker. Eine gute Limonade. Okay, der eine putzt gerade die Eingangstür. Auch das ist natürlich ein Roboter. Sieht man auch, glaube ich, die sind noch ziemlich in der Anfangsversion. Denn wenn die in 5 bis 10 Jahren tatsächlich ausschauen sollen wie Menschen, dann muss da wohl noch einiges getan werden. Unter anderem mal eine ansprechende Kleidung. Wäre interessant. Was gibt's hier? Oh, ich glaube, das ist ein Eiscreme-Stand. Hallo. Leckerschmecker. Ui, der beißt ja gleich direkt ab. Hallo, wie ist denn dir ein Eis? Ich glaube, ich habe noch nie so schnell jemanden Eis essen sehen. Der beißt da dreimal ab und weg ist das. Krass. Können wir uns noch eins holen? Nee, das war's wohl. Alles klar, Dankeschön. Was können wir hier machen? Telefonieren? Spannend, was man hier alles so tun kann. Ein bisschen Geld haben wir ja noch. Hallo, ist bei euch ein Herr Dünsch? Vergiss es, der Witz hat so einen Bart. Oh, und läuft euer Kühlschrank? Ja, und der ist hinter dir her, Bursche. Ach Mist. Na, das war ja noch eine sehr kryptische Antwort. Da kann ich leider noch nicht so wirklich viel damit anfangen. Aber guck mal einer an. Wir bekommen direkt eine Errungenschaft dafür. Benutze eine Telefonzelle. Und das haben wir gemacht. Cool. So, hier wird brav gelesen. Held des Mutterlands. 5 von 41 Errungenschaften haben wir wohl schon gesammelt. Nice, nice, nice. Da drüben wird wieder ein bisschen gepennt. Was versucht ihr hier? Eulenroboter gesehen? Die sind echt niedlich. So wie die so schweben können. Weißt du was? Ich wünschte, ich wäre eine Ingenieurin. Und ich glaube übrigens, sie sind genau mit der gleichen Methode entwickelt worden wie die Boote. Die haben nämlich genau dieselben Schwingungen wie das Boot da drüben gerade. Und ich glaube, die hat gerade eine Pflanze geklaut, die ja gern wiederhaben möchte. Also man sieht selbst die beste Elektronik hat halt immer noch so ein paar Macken. Aber man muss schon zugeben, grafisch sieht das hier wirklich, wirklich, wirklich atemberaubend aus. Erschienen ist das Spiel im Februar 2023, also vor über einem Jahr.
Da hat die Grafik natürlich schon einiges drauf gehabt, aber das hier ist definitiv nochmal ein weiter Sprung nach vorne. Auch hier sieht man, wie sich die Technologie entwickelt hat. In den Computerspielen, wenn man mal 10 bis 20 Jahre retour schaut in die Vergangenheit und dann das mit heute vergleicht, da hat sich schon einiges getan. Und ich will gar nicht wissen, was sich hier noch alles tun wird in den nächsten 20 Jahren. Wenn wir dann vielleicht nochmal auf dieses Video zurückblicken und sagen, wow, was es damals schon alles gegeben hat. Und in 20 Jahren gibt es wahrscheinlich noch viel mehr. Na gut, liebe Freunde, wir sind mittlerweile angekommen. Hier bei diesem großen Platz machen einen Bogen um die Menge ist unser Ziel. Hier müssen wir also hin und ich vermute mal, das da vorne ist dann wohl das Hauptquartier. Dort ist wohl die Schaltzentrale des Ganzen hier, der Roboter und der ganzen Robotik. Ich glaube, dort werden Experimente und Tests durchgeführt und genau dort hinten wird das Polymer und die neuen Roboter geschaffen. Wir sind unserem Ziel ziemlich nahe, denn genau dort wollen wir hin und ich vermute mal, eine kleine Rede steht hier auch noch an. Die hören wir uns dann an in der nächsten Folge. Immerhin, wir haben in dieser Folge mal einen kleinen Einblick in das bekommen, was uns hier im Spiel erwarten wird, und zwar eine alternative Sowjetunion, die zwar immer noch in der Vergangenheit ist, und zwar im Jahre 1955, technologisch aber vielleicht sogar schon fortgeschrittener als unsere Welt. Was wir noch alles daraus finden werden, dann werden wir sehen in den weiteren Folgen hier von Atomic Heart. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen und wir sehen uns morgen wieder zur nächsten Runde. Bis dahin, tschüss!